Hallo YouTube. Heute fangen Marc und ich, also hier Kinski 1000 und ich, die Sonnenstrahl ich 42, auch bekannt als Lukas, fangen wir zusammen unser Let's Play Minecraft an. Also wir wollen Let's Play Together machen und wie viele Folgen wissen wir noch nicht. Ja, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an YouTube. Ja, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt anfangen. Ja, Ja. dann fangen wir jetzt an. Also, ja. Hey Marc, was hast du eigentlich morgen denn? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Fällt erstmal ein bisschen Holz. Ja, erstmal ein bisschen Holz fällen, genau. Pass auf. Wollen wir über irgendein Thema reden? Naja, ich werde mir jetzt erstmal ein paar Bretter craften. Ja, und bauen wir jetzt erstmal eine Werkbank. Marc, das ist jetzt. Ach komm. Wir unterhalten uns jetzt einfach mal über das Thema Konsolen. Um dein Ja. Gespräch so ein bisschen anzukurbeln. Ach ja, übrigens. Wenn ihr euch was aussehen wollt, ich spiele hier mit einem Texture Pack. Und zwar mit Specs Pur BD Craft, also ein Texture Pack und dann noch Specs Pur BD Craft Sound Pack für den Sound und Music Pack, falls ich jemals Schallplatte haben sollte. Kriegen sollte. Nennt's mir Let's Play. Naja, ich craft mir jetzt erstmal eine Holzspitzhacke, Marc, ja. hallo. Also auf jeden Fall. Falt. Auf jeden Fall. Unterhalten wir uns jetzt über Konsolen. Also Marc, welche würdest du dir von den Next Gens kaufen? PlayStation 4 oder Xbox One? Also ich habe ja eigentlich immer vor, ich wollte mir eigentlich die Xbox One kaufen, weil es ist halt eine gute Konsole, ja. Und der Test hat ja auch bewiesen, dass halt zum Beispiel die Xbox One besser ist, sage ich mal, oder fortgeschrittener ist als wie die PS4. Aber das ist unsere Meinung. Die müsst ihr nicht teilen und uns deswegen auch nicht kritisieren oder uns beschimpfen und so weiter. Das ist unsere persönliche Meinung. Ihr könnt anders meinen. Schreibt in die Kommentare. Was würdet ihr euch eher kaufen? PlayStation 4 oder Xbox One? Ich sage jetzt auch nochmal, es ist jetzt keine Beleidigung an irgendwelchen Firmen und so. Und auch nicht an eure PlayStation-Fans da draußen. Ich meine, ich habe selber eine PlayStation hier in meinem Zimmer stehen. Ich habe mich jetzt nur umentschieden, weil ich so gesehen habe auf YouTube und im Internet und so weiter, was die Xbox One also alles kann. Es sind ein paar unnütze Features dabei, aber trotzdem. So Sachen wie Sprachsteuerung und so reizt mich schon ziemlich, dass es mich erkennt, wenn ich mich davor setze. Ich meine, ich habe auch jetzt schon, ich habe jetzt auch die PS3 und so. Es gibt ja mittlerweile auch schon die PS4. Ja, und so. Und die war, wo ich sie mir gekauft hat, da war sie schon richtig teuer. Also da hat sie schon 600 € gekostet, so die Jetzt aber mal langsam. PS3. Die Xbox One kostet trotzdem immer noch fast exakt 100 € mehr als die PlayStation 4, wenn sie nicht runtergesetzt wurde, seit ich letzte Mal im Saturn geguckt habe. Ey, aber meine Frage. Wollen wir zusammenarbeiten oder wollen wir halb zusammenarbeiten? Ich würde sagen, jetzt arbeiten wir erstmal zusammen, weil wir müssen uns erstmal was zu essen suchen, schätze ich mal. Okay. Wie wär's mir mit dem Haus? Es wird langsam dunkel. Oder wir meinen gleich in der Mine weiter, aber wir haben ja noch nichts zu essen. Wir haben keine Fackeln, das ist noch dümmer. Ja, da krieg ich schon wieder eine Skype-Nachricht von jemandem, der beleidigt ist, weil ich das Konfig gekickt habe, nur damit er uns nicht im Let's Play stört. Typisch Leon. Ach übrigens, Leon will vielleicht auch irgendwann mal mitmachen, wenn er sein Minecraft zum flüssigen Laufen gebracht hat. Es könnte zwischendurch auch passieren, dass Marks Internet abstürzt. Also nicht großartig darüber wundern, dass kann halt öfters mal bei ihm passieren. Ja, ich werde jetzt erstmal hier in den Bäumen nach Äpfeln suchen, damit wir wenigstens was zu essen erstmal Ja, haben. versucht Äpfel zu finden, aber blätter nicht mit der Axt davon, das ist Axtverschwendung, ne? Die
einen Apfel habe ich schon mal gefunden, ja. Kommentieren muss aber nicht. Den werde ich jetzt auch, den werde ich auf jeden Fall hier schon mal essen. Man hört's. Vor allem diese Rülpserei hier, Marc. Diese Rülpserei hier, das darf nicht sein. Ey, ich rülps hier nicht rum, was soll denn das? Übrigens, das ist Marc, eine Beleidigung. Ey, Marc, willst du ein Flachwitz von der Schule hören? Ja. Pass auf, heute, ne, hat Alex so gesagt, hängen 5 Äpfel am Baum und Andi holt sich einen runter. Wie viele Äpfel hängen dann noch am Baum? Ja, das muss ich jetzt leider sagen, dass ich den Witz noch nicht mal kenne. Den hat sich Alex heute erst ausgedacht, trotzdem. Los, Marc, 5 Äpfel hängen am Baum und Alex holt sich einen runter. Wie viele Äpfel hängen dann noch am Baum? Na gut, ich löse es auf. 5. Achso, du kennst die heutigen Begriffe gar nicht mehr. Pass auf, wir bauen dann gleich mal ein Haus. Ich habe bald genug Holz dafür. Ey Marc, hast du noch irgendein Gesprächsthema? Also mit den Konsolen haben wir jetzt ziemlich schon hinter uns gebracht. Über was kann man denn noch so reden? Pass auf. Ich gebe am besten nochmal ein Thema vor. Warte. Ey Marc, was hast du eigentlich für einen PC, von welcher Marke? Also ich sag mal, ich habe jetzt so momentan, ja, Windows hab ich. Windows ist nicht die Marke, Windows ist das Betriebssystem. Was für einen PC hast du? Alter, was fragst du mich denn sowas? Na egal, Windows 7 hast du, ne? Pass auf, mach mal schnell uns ein Haus. Frage ich, ob keine Monster kommen, weil ich ein bisschen Einstellungen falsch eingestellt, gerade als ich den Server erstellt habe. Egal. Da freue ich mich bis zur nächsten Folge drum. Dummes, ich habe nicht drauf geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Das heißt, wir dürfen nicht länger als eine Viertelstunde sein, weil alleine das Intro dauert schon ungefähr eine halbe Minute. Ach, ich sag dir, dieser Scheißhunger, weißt du, ich hasse es einfach, dass ich hier immer spawne. Nicht so viele Beschimpfungen, wir nehmen hier auf. Ja, ich weiß ja. Weit und breit. Hinter dir ist ein Skelett. Ja, ich muss euch. Okay, ich hab doch nichts falsch eingestellt. Perfekt. Yay, ich hab einen Erfolg erzielt. Monsterjäger. Hey, wir müssen Haus bauen. Wir haben jetzt keine Zeit zu untersuchen. Lass mal Haus bauen. Ich hab schon mal Schweine entdeckt. Und ich werde uns gleich ein Feld anlegen. Wenn du bist. Das war eine Kuh. Jetzt müssen wir wieder schnell ein Haus bauen, bevor das nächste Skelett oder ein Creeper kommt. Ist ein kleines Haus, also erfüllt seinen Zweck. Wenn wir gleichzeitig am gleichen Ort platzieren, kann das natürlich nicht funktionieren, ne? Und ich hab schon gleich, wo mein Kumpel angefangen hat. Du kannst meinen Namen nennen. Mein Kumpel, Deep Sword. Du kannst meinen echten Namen nennen, verdammt. Wo mein Kumpel, Lukas, hat schon mal hier angefangen, so einen Minenschacht anzufangen, ja. Und hier ist auch, und ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Kohle abbauen. Nicht so viel kommentieren, Marc. Ja, also, wir gehen dann halt bald mal meinen. Und Marc hat immer noch nicht so richtig die Sache von YouTube verstanden, dass man nicht alle Sachen, die man tut, auf einmal kommentieren muss. Ey Marc, was sagst du eigentlich dazu, wie frech sich heutzutage die Kleineren gegenüber den Großen benehmen in der Schule? Was sagst du eigentlich dazu? Das heißt ja immer, die Kleineren sollen vor den Größeren Respekt haben. Weißt du, aber es ist einfach bei manchen immer nicht so. Weißt du, ich sehe nie einen, der mal Respekt vor einen hat. Na doch, den einen gestern da. Aber ansonsten sind ja alle so respektlose Säcke.
Früher hatten die noch Respekt. Da hatten die Schiss vor einem, weil man denen da noch eins verpassen konnte. Und dann wussten die natürlich, wer der Chef ist. Und dass man die nicht nerven soll oder sowas. Heutzutage ist das alles nicht mehr so. Dann darf man das nicht. Dann heulen die, muss man gleich bei dem Direktor antreten. Ja, und dann hat man gelitten. Und ja, mein ja, hat keinen Respekt mehr vor einem. Ja, ich sag's ja nur, mein Kumpel hier, der hat auch schon einige Mal hier auf die Fresse geschlagen. Und ich meine, es ist ja auch manchmal. Der ist in der gleichen Klasse, da gibt's einen kleinen Unterschied und sowas nennt man nicht auf YouTube, verdammt. Ja, und so. Auf jeden Fall muss ich hier langsam mal einen Cut machen.